Weil wenn man das Thema mal, brauche ich ein Studium, ja oder nein? Ich meine, wir sind ja, wir machen immer freitags Data und Jobs und sind natürlich immer tech-lastig. Da ist es wiederum so, dass man viel eher auf die Ergebnisse guckt, auf die Attitude der Leute, auf das Mindset natürlich, die Fähigkeiten und so weiter und so weiter. Jetzt, das kann man ja woanders auch machen. Ich meine, ich weiß, dass du keinen Doktortitel haben musst, um Arzt zu werden. Du hast mir vor ein paar Wochen sogar noch gesagt, auch für den Anwalt theoretisch brauchst du ja kein zweites Staatsexamen. Es ist ja eine Zugangsvoraussetzung, um sich als Anwalt niederlassen zu können. Woran liegt das, dass wir das in einigen Berufen, vor allen Dingen jetzt in den Zukunftsberufen, so offen geworden sind? Ist das der Mangel an Personal oder ist es einfach, dass wir irgendwann mal verstanden haben als Gesellschaft und auch soziologisch, dass wir diesen Titel nicht brauchen? Auf den anderen Sachen, wo es tatsächlich um die individuellen Interessen geht, also medizinische Versorgung, rechtliche Vertretung, steuerliche Beratung, das sind ja alles Sachen, die den Einzelnen betreffen. Haben wir da einen psychologischen Knick, dass wir sagen, nee, da brauchen wir einen Indikator für ein Qualitätsmerkmal, ja, dass so ein Staatsexamen sein kann oder die Promotion. Oder woran liegt das? Warum haben wir mittlerweile diesen Shift in einigen Bereichen und in anderen nicht? Also ich finde das gut, zumindest was ihr zum Beispiel auch Andreas macht mit Business Intelligence, weil wir könnten ja mal fragen, andersrum, gibt es die Ausbildung zum Business Intelligence Data Scientist oder ähnlichem? Es gibt gar keine Ausbildung dazu. Wenn jetzt der Andreas jemanden sucht in dem Bereich, würde er unter Umständen fragen, kannst du mir mal ein Praxisprojekt von dir zeigen? Kannst du mir mal sagen, wie du mit den Sachen gegangen bist? Oder gib ihm eine Aufgabe bei der Auswahl, dass dann Zeugnisse, Abschlüsse, insbesondere auch Studienabschlüsse, zum Teil lediglich einen generalistischen Nachweis. Es ist ja wie so ein TÜV-Zertifikat. Du willst ja auch kein Auto ohne TÜV vielleicht kaufen. Aber bei ganz vielen Berufen, gerade in diesen technologischen Segmenten, sind die Halbwertszeiten so kurz, dass das Wissen, was jemand im Studium sich aneignet, morgen, übermorgen überholt ist oder was im Kurzzeit-Lernbereich des Selbststudiums, des Selbstlernens auf Plattformen, die uns heute so viel ermöglichen, jemanden fit machen für einen Job ohne Studienabschluss. Ich bin vielleicht auch dazu Aufsichtsratsvorsitzender in einer E-Commerce-Unternehmung. Und da haben ganz viele Menschen nicht studiert, gerade die im Frontend, Backend-Design etwas machen, die haben sich das selber angeeignet. Das sind so Techies, die einfach auch eine Kompetenz haben. Und wenn du solche bekommst, die kriegst du nicht von der Uni. Die kriegst du nicht. Das sind Leute, die im Selbststudium mit Eigenmotivation sich Kompetenzen, Fähigkeiten angeeignet haben, aber dann. Es ist ein Auto ohne TÜV-Plakette, weil wenn ich kontrolliert werde oder woanders hin will, dann fragen die, was haben sie denn für Belege in den Data Science-Bereichen, in den alles, was technologisch angeht. Da kann ich ein bisschen das kompensieren durch meine Praxis, durch meine Referenzen, durch Projekte. Bei anderen Sachen, ich glaube, wir sollten, das habt ihr beim letzten Mal ganz gut thematisiert, ich habe mir das angeschaut, wir brauchen nicht mehr über den Arzt, den Anwalt sprechen, wo halt die alle Voraussetzungen des Studiums erforderlich ist. Aber es geht ja um die Bereiche, wo wir sagen, muss ich das haben? Wie grenze ich mich dann von der Masse? Es gibt Menschen, die brauchen Sicherheit und der Studienabschluss gibt ihnen eine psychologische Sicherheit. Dann sagen die, okay, ich habe was in der Hand. Und dann gibt es welche in der Generation, die sagt, ich kann in einem halben Jahr mir Kompetenzen aneignen, die kann ich gewinnbringend für einen Jobeintritt oder auch für eine Selbstständigkeit einsetzen, die helfen mir mehr als ein Studienabschluss. Und das ist. Ich wollte differenzieren, auch bei den Menschen. Aber ich finde das Beispiel ganz schön mit dieser TÜV-Plakette, ne? Es gibt nur einen Unterschied. Wenn ich jetzt der Autofahrer bin oder im Straßenverkehr teilnehme, die TÜV-Plakette ist für alle gleich. Den kann ich einordnen, den Wert. Ich weiß, die Bremsen wurden gemacht, ich war selber da, etc. Mein Problem als Arbeitgeber ist, diese TÜV-Plakette in Form einer Universität gibt mir halt überhaupt gar keine Sicherheit, weil ich weiß noch, als ich studiert habe, ich war als einer der Demonstranten gegen den Bologna-Prozess. Ich habe gegen den Bachelor und Master demonstriert und nicht, weil ich die Vereinheitlichung Europas schlecht fand. Ich fand die sehr, sehr gut. Ich habe dagegen demonstriert, weil ich das Verschulte dahinter gesehen habe. Und du hast nämlich dein Studium auch eingeführt, als du gesagt hast, oh, ich war damals noch frei. Genauso wie ich auch. Ich bin Magister. Ich musste nur meine Scheine zusammen haben. Wann, wie, wo, völlig egal. Ich habe von öffentlichem Recht über Politikwissenschaften, über Biologie, Informatik und habe meinen Abschluss in mittlere und neuere Geschichte gemacht. Also das heißt, was ich damit sagen möchte, ist, auch damals war die TÜV-Plakette ja nur, ich kann wissenschaftlich arbeiten. Heutzutage würde ich sagen, ein Bachelor
nach 6 Semestern, der kann nicht vernünftig arbeiten, der ist nicht, also wissenschaftlich arbeiten, der kann diesen Reifegrad gar nicht kriegen. Das hat bei mir erst Klick gemacht, als ich dann weitergegangen bin und es anstrengend wurde. Und davor war es dann halt so ein bisschen Schule. Und da ist so bei mir so dieses TÜV-Plakette, ja, eigene Sicherheit. Ich habe meine eigene TÜV-Plakette. Oh, ich bin Studierter. Ich will deswegen auch 50.000, 60.000 Euro verdienen. So, verstehe ich. Aber wirklich als Arbeitgeber ist das für mich wirklich eine Sache. Keiner unserer Mitarbeiter hat jemals ein Zeugnis bei uns gezeigt.